Ich zeige euch jetzt auch einen Screencast. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Gedenkstein in dieses Bild einfügen könnt. Und ich habe mal hier einen rausgesucht. Diesen hier will ich mal versuchen, in das Bild einzufügen. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Erst einmal klicke ich Doppelklick auf den Hintergrund, damit das Bild zu einer normalen Ebene wird. Jetzt schneide ich diesen Stein aus mit diesem Auswahltool. Klicke ich an der Umrandung entlang. So. Ich mache es jetzt mal im Schnellverfahren, weil ansonsten wird die Screencast-Aufnahme zu lang. Deswegen wird die Umrandung jetzt auch ein bisschen ungenau. Ich gebe mir nicht ganz so viel Mühe, wie wenn ich jetzt keine Aufnahme machen würde. Also sieht ein bisschen kruckelig aus. Hier unten mache ich das ein bisschen zackig wegen dem Gras, aber dann nehme ich nachher sowieso noch ein Gras- und Wiesentool und dann sieht man das auch gar nicht mehr. So, jetzt den Endpunkt finden. Hier ist er. Okay. Jetzt ziehe ich diesen Grabstein mit diesem Pfeil in dieses Bild hinein. So, der ist jetzt noch ein bisschen zu groß. Gehe ich auf Steuerung und T. Kann ich das so verkleinern, wie ich das gerne haben möchte, auf die Größe. Ich denke, noch ein Tick kleiner vielleicht so. Sieht es ganz okay aus. Dann auf Enter. Jetzt kann ich hier unten diesen Rand entfernen, indem ich das Radiergummi nehme und mir eine Malspitze aussuche. Und zwar diese Grasmalspitzen. Die wähle ich aus. 134 ist ein bisschen groß, vielleicht so ja, 66, okay, dann klicke ich auf das Bild. Und jetzt kann ich das hier unten wegradieren und dann sieht es auch aus, ein bisschen echter aus, ne? Sieht es aus wie Grasspitzen. Okay, sieht doch schon ganz passabel aus. Jetzt muss ich den Schatten hier noch ein bisschen wegnehmen. Wo war denn das hier? Dodge Tool. So. Erhelle ich jetzt ein bisschen. Sieht es auch aus wie Sonnenschein. Ja, kann man schon so lassen. Okay, und jetzt werde ich versuchen, das Bild einzufügen von dem Pferd. Dazu muss ich aber erstmal diesen Rand hier noch gerade machen. Ich will ja nicht so einen Bogen drin haben. Jetzt werde ich das erstmal bearbeiten. Das mache ich, indem ich einfach diesen oberen Rand wegschneide. So. Das radiere ich einfach weg. Oh, falsch, Moment. Das kann ich ja gar nicht einfach so wegradieren. Mit Steuerung Z oder auf History kann ich das wieder rückgängig machen, den Schritt, den ich gemacht habe. Okay. Das mache ich. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, doch, ich muss es wegradieren. Ich kopiere das. Ich nehme den Kopierstempel, den Kopierstempel nennt er sich. Und gehe hier auf, ja, Größe 35. Jetzt kopiere ich das erstmal hier alles weg, dass ich hier eine gerade Linie habe. So, und dann nehme ich dieses Markierungswerkzeug und kopiere mir diese untere Leiste, weil die fehlt mir ja jetzt oben. Und ich möchte oben auch so eine Leiste haben. Jetzt gehe ich auf Steuerung C, Steuerung V. Jetzt habe ich hier eine neue Ebene. Jetzt kann ich dieses Teil anwählen und hier hoch verschieben. Hier fehlt mir noch ein kleines Stück. Ein bisschen weiter nach links. Und dieser schwarze Rand ist natürlich nicht so hübsch. Muss ich mal ein bisschen weiter reinzoomen. Den kann ich ja noch wegradieren, indem ich auf das Radiergummi-Tool gehe. Muss natürlich mal gucken, dass ich auf der richtigen Ebene bin. Und hier fehlt mir ein Stück, da muss ich noch ein bisschen verlängern. Da kann ich auch von hier unten einfach mit dem viereckigen Stempel-Tool, der ist ein bisschen groß, Stempelwerkzeug, 10er-Größe, kopiere ich das einfach. Ich gehe auf Kopieren, bin ich schon. Jetzt Alt-Taste drücken, markieren. Die Stelle und hier einfügen.
Hat nicht geklappt. Ich muss erstmal auf die richtige Ebene gehen. Also ich möchte ja von dieser Ebene diese Ecke kopieren. Also drücke auf Alt und auf die Maustaste. Dann gehe ich hier oben auf diese Ebene und füge das hier ein. Ein bisschen schief. Nochmal zurück mit Steuerung Z. Jetzt gehe ich ein bisschen tiefer. Immer noch. Nochmal Steuerung Z. So. Okay, und den unteren Rand radiere ich nochmal weg. Das ist mir zu dunkel. Und jetzt kann ich diese Ebene mit dieser hier verschmelzen. Muss ich aber noch nicht. Ich füge erstmal das Pferdebild ein, damit ich sehe, wie groß ich das überhaupt haben möchte. Okay, als Pferdebild habe ich mir dieses Bild ausgesucht. Das markiere ich einfach, da gehe ich einfach mit dem Markierungspfeil drauf und ziehe das hier rüber. Das ist natürlich viel zu groß. Mit Steuerung T kann ich das transformieren. Jetzt halte ich die Shift-Taste gedrückt, damit das Bild auch gleich groß bleibt, während ich das verkleine. Okay, und jetzt ziehe ich es ein bisschen größer. So wird es ungefähr passen. Jetzt habe ich nämlich hier oben noch den Platz. Deswegen habe ich das noch nicht auf eine andere, habe ich das noch nicht verschmolzen. Jetzt kann ich das nämlich noch bewegen. Jetzt ziehe ich das einfach hier so runter. Okay, diese Größe wird ganz okay sein. Und auf dieser Ebene muss ich jetzt das hier noch verschönern. Da nehme ich nochmal den Kopierstempel von hier oben. Allerdings nehme ich eine andere Spitze, eine weiche Spitze. 27. Okay, und markiere das hier nochmal. Kopiere das über, dass das alles ein bisschen natürlich aussieht. Hier sieht man aber noch, dass es nicht so... Ja. So sieht es besser aus, ne? Ein bisschen echter. Vorher sah es ein bisschen unnatürlich aus. Okay, lassen wir das so. Sieht doch schon ganz passabel aus. Jetzt nehme ich dieses Bild hier und mache da noch einen Effekt drauf. Den Effekt Bevel and Emboss. Von Inner Bevel vielleicht nach Pillow Emboss. Die Tiefe mache ich ganz, ganz gering auf 1. Soften Size. Ich glaube, so sieht es ganz passabel aus. Das Bild vielleicht noch ein. Das Pferdebild werde ich noch ein bisschen schärfen mit Sharpen. Oder ist es doch. Ich lasse es lieber unscharf, so wie es vorher war. Okay, ich nehme die Schärfe zurück. Gut. Jetzt haben wir eigentlich schon alles bis auf den Schriftzug. Den füge ich einfach hier ein mit dem T-Zeichen. Klicke hier hinein, nehme eine helle Farbe. Vielleicht irgendwie, ja, so eine. Moment, nochmal, das habt ihr jetzt nicht gesehen, das war außerhalb eures Bildschirms. Also ich nehme eine Farbe für den Schriftzug und zwar so eine helle hier. Okay, jetzt habe ich hier die Farbe ausgewählt. Jetzt kann ich hier reinschreiben und wir nennen das Pferd einfach mal Stormy. Y. Was wird der Schriftzug? Der ist vielleicht noch ein bisschen zu groß. Bisschen kleiner. Die Jahreszahl füge ich jetzt nicht mit hinzu. Ich belasse es einfach mal bei dem Schriftzug. Weil das sonst... Weil es einfach zu lange geht. Das könnt ihr ja dann einfach mit hinzufügen. Das ist ja kein Problem. Okay. Und jetzt noch einen... Gehe ich wieder auf die Ebene. Einen Filter. Einen Effekt für die Schrift. Und zwar wieder Bevel and Emboss Effekt. Diesmal Outer Bevel, damit die Schrift so ein bisschen aussieht, als würde sie auf dem Stein drauf, also von dem Stein hervor stehen, ein bisschen vor dem Stein, aus dem Stein herausgestanzt sein oder wie auch immer. Also ich finde, sieht gut aus. Ja, und so lasse ich das einfach. Gehe auf OK und schon habt ihr einen neuen Gedenkstein erstellt.